Sag, wo wollen wir hin? Schon jetzt so krass, wie viel detaillierter, genau, ne? Also so brillanter irgendwie, ne? Es kommt wirklich wie so eine, man kann es gar nicht richtig definieren, es ist wie so ein warmer Kleber oder sowas, der nochmal raufkommt. So davor klingt es irgendwie sehr, hört man noch sehr viel mehr die einzelnen Boxen und dann wird es irgendwie noch mehr verbunden, habe ich das Gefühl. Interessant. Ich habe hier von hinten gerade das Gefühl gehabt, als du ausgemacht hast, dass es wie so nach vorne, matschig nach vorne fällt. Also du hast alles so ein bisschen auch irgendwie räumlich, aber so durcheinander. Mhm, genau. Auf einmal hast du so ziemlich viel, viel klarer, okay, hier ist die Uhr, die tickt, ja. Da hast du die, also viel mehr diese Positionen sind klarer. Ja. Das ist echt cool. Hammer. Ja, oder? Ziemlich. Impressive. Also es war erstmal so, dass diese Songs entstanden sind im März 2021 ungefähr. Da habe ich mich so einen Monat eingeschlossen und habe mal versucht, Musik zu machen, ohne mich so viel beeinflussen zu lassen von dem, was gerade stattfindet irgendwie in der Musikindustrie. Und dann ist mir irgendwie am Ende des Monats schon klar geworden, dass ich auf jeden Fall aus diesen 4 Songs noch mehr machen will, als nur Songs rauszubringen, sondern ich wollte auf jeden Fall irgendwie sowas wie einen Film daraus machen, dass alle 4 Songs dann einen Film ergeben, sozusagen alle Videos zu den Songs. Und dann war es aber erstmal so, dass ich Musiker bin und kein Regisseur und kein Filmemacher. Und dann ist mir aufgefallen, hey, so ein Drehbuch zu schreiben ist gar nicht so einfach. Und dieses Ganze, so einen ganzen Videodreh zu organisieren, ist gar nicht so leicht. Dann war das so, dass es erstmal so ein halbes Jahr stagniert ist. Und dann kam aber ein alter Freund auf mich zu, Paul Cibulska, der seine Bachelorarbeit über 3D-Sound und das Musikvideo der Zukunft schreiben wollte und mich gefragt hat, ob ich nicht einen Song hätte, der dazu passen würde. Und so ist dann eines zum anderen gekommen und wir haben uns dazu entschieden, Fliegen oder Fallen in Dolby Atmos zu produzieren. Und glaubst du, das ist ein Musikvideo der Zukunft geworden? Vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall was Neues geschaffen haben. Und auf jeden Fall gut dieses Dolby Atmos integrieren konnten in das, was wir vorhatten. Hat dich das als Musiker sofort klack gemacht? Hast du verstanden, was es ist und was man damit machen kann? Ja. Also das lag auch daran, dass ich mich auf jeden Fall schon vorher damit in irgendeiner Weise beschäftigt habe. Es war nicht ganz fremd für mich, das Thema. Und dadurch hatte ich Bock drauf, weil ich auch viel Musik auf Tidal jetzt gehört habe, die halt in 3D gemischt war. Und ja. Mhm. Einfach eigentlich so eine ganz neue, halb neue Welt. Also ich saß hier daneben und habe ganz schön viel gelernt in den 3 Tagen, wo ich hier neben ihm saß. Und ja, einfach viele Ansätze aus dem Film, wie man Sachen bearbeitet, wie man Sachen platziert, wo man so als Musiker nicht drauf kommen würde. Hm. Merken Menschen den Unterschied überhaupt, wenn sie Kopfhörer aufhaben? Tatsächlich, das Feedback, was ich bekommen habe, oder da, wo ich am deutlichsten Feedback bekommen habe, war bei mir zu Hause über meine AirPods Max oder hier. Die Version, die wir jetzt rumgeschickt haben, war ja über diese Echo-Software-Seite. Und da konnte man gar kein Dolby Atmos wirklich hochladen. Insofern hat man nur so einen Stereo-Down-Mix, was auch schon funktioniert, aber halt nicht so funktioniert wie aber das. Aber einen Binaural-Mix, ne? Ja, genau. Das, was man auch bekommt, wenn man jetzt bei Tidal mit Kopfhörern hört. Ja. Genau. Das meinte ich ja auch, also das meinte ich bei dem, als wir dieses klassische Stück gehört haben. Das ist halt sehr eins wurde, auch durch dieses Sonoworks nochmal. Mhm. Ja, glaube ich auch. Es ist halt auch vieles tatsächlich ein bisschen räumlicher, also auch die ganzen Percussion und so, aber so gut gemacht und auch dezent und geschmackvoll, dass es gar nicht auffällt. Also die Leute denken, dass sie einen Stereo-Mix hören, aber es ist
Ja. Nicht. Ist halt wirklich warm und ein schöner, wirklich runde, eine runde Sache, also aus meiner Sicht. Ja, total. Gibt es ein neues Video irgendwann? Ja. Morgen habe ich Telefonat zum Video. Der Song ist fertig, kann ich dir zeigen, wenn du magst.